Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen MC Command Center Mod Tutorial Video. Endlich mal wieder, nach sehr, sehr langer Zeit. Aber eins verspreche ich euch, zu einem richtig krassen Thema, also bleibt auf jeden Fall dran. Diese Einstellungen sind aus meinem Spiel nicht mehr wegzudenken, deswegen also uhu. Die sind schon krass, die Einstellungen, die ich da gefunden habe, deswegen, ich sag euch, bleibt dran. Aber vielleicht erst einmal zu mir. Und zwar solltet ihr jetzt durch dieses Video auf mich und auf meinen Kanal aufmerksam geworden sein, dann heiße ich euch an dieser Stelle ganz herzlich willkommen. Ich bin Celine oder eben auch Silence, wie dieser Kanal heißt. Das ist nämlich mein Spitzname. Und in diesem Video erfahrt ihr nützliche Tipps für den oder für die Einstellung von dem MC Command Center. Wenn ihr jetzt hier oben, glaube ich, ist es, auf das i klickt, bekommt ihr auch zu den weiteren Videos von dem MC Command Center. Da habe ich nämlich eine Tutorial-Reihe zu angefangen. Aber ich will jetzt hier auch gar nicht mehr lange quatschen, denn ich möchte direkt loslegen. Und zwar habe ich ja gerade schon gesagt, dass diese Einstellungen aus meinem Spiel nicht mehr wegzudenken sind. Ich habe nämlich ein bisschen rumgeguckt und versucht herauszufinden, was der MC Command Center sonst noch so zu liefern hat. Und dabei habe ich Einstellungen gefunden. Leute, die sind einfach next level, wirklich. Ich liebe diese Einstellungen und oh mein Gott. Aber ich zeige sie euch jetzt selber. Es geht nämlich um Einstellungen, die im Baumodus zu finden sind. Und wir wechseln jetzt mal direkt ins Spiel, würde ich sagen. So, und wir müssen natürlich wieder zu dem Computer. Dann auf MC Command Center. Und dann auf MCC Einstellungen. Und hier dann auf Mitteilungen, Konsole, Menüeinstellungen. Und dann auf Einstellungen, Konsolenbefehle. Und hier, Leute, sind die heftigsten Einstellungen, die ihr treffen könnt. Also wenn ihr gerne baut, auf jeden Fall, das sind eure Einstellungen, ich sag's euch. Also erst einmal hier zur ersten, oder zum ersten Reiter sozusagen, volle Bearbeitung in der Stelle einen Sim aktivieren. Das heißt, wenn ihr das hier auf aktiv habt, und zum Beispiel euren Sim bearbeiten möchtet, also wenn ihr auf die Kommode klickt und euren Sim halt bearbeiten möchtet, dann könnt ihr euren Sim in diesem Bearbeitungsmodus so bearbeiten wie in dem Erstelle einen Sim-Modus. Also ihr könnt an dem Körper rumziehen und ihr könnt die Merkmale und alles verändern. Und ich habe das hier auf aktiv, weil ich finde es so gut. Es ist einfach richtig, richtig praktisch. Und man muss halt nicht immer vorher mal diesen Cast.FullEditMode Cheat eingeben, weil jetzt ist dieser Cheat sozusagen einfach immer aktiv und ihr müsst ihn nie wieder eingeben. Wie geil ist das denn? Und diese Sachen gibt es nämlich auch für den Baumodus, Leute. Das ist so krass. Also hier ist es einmal für den Testing Cheats Cheat. den müsst ihr dann auch nie wieder eingeben, wenn er auch aktiv ist. Dann hier Headline Effects, das ist tatsächlich eine andere Sache, also hier habe ich es auf aktiv und das ist auch diese Standardeinstellung, aber das ist halt, wenn man mit der Maus auf einen Sim fährt und dann ploppt ja oben der Name und das Alter von dem Sims auf oder zum Beispiel der Plumbob oben drüber oder das Zeichen, dass die in einer Gruppe sind. Wenn ihr also hier auf deaktivieren klickt, dann sind diese ganzen Zeichen nämlich weg, das ist zum Beispiel super gut für Screenshots oder so. Ich deaktiviere die zum Beispiel auch immer, wenn ich die Fotos für meine Thumbnails mache. Deswegen, also das ist wirklich richtig praktisch. Aber ich habe sie halt hauptsächlich auf aktiv, weil es ist halt im Spiel praktischer, wenn es aktiviert ist. Dann Hover-Effekt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hier geht es halt um diese weißen Ränder, die die Objekte bekommen, wenn man mit der Maus da drüber fährt. Wenn ihr das jetzt deaktiviert, dann ist das nämlich eben nicht mehr und dieser weiße Rand taucht dann nämlich erst auf, wenn ihr auf das Objekt draufklickt und ihr dann die verschiedenen Wahlmöglichkeiten seht. Aber vorher ist der weiße Rand halt nicht mehr. Das ist einfach, ich würde sagen, für die Geschmackssache. Also wer es halt nicht haben möchte oder wer es nicht schön findet, der kann das halt hier deaktivieren. Und das finde ich auch richtig, richtig cool, dass es diese Option einfach gibt. Debug-Befehle in Cheats. Hier steht, wenn aktiviert, werden die Debug-Befehle zusammen mit Cheats verfügbar sein, wenn Testing Cheats aktiv ist.
Was genau diese Debug-Befehle sind, weiß ich tatsächlich nicht, aber ich habe es einfach mal auf aktiv gesetzt und ja. Dann könnt ihr hier auf Bau und Bau-Kaufeinstellung gehen. Und hier ist jetzt nämlich noch bei Debug. Also hier erscheinen dann die ganzen Objekte, die halt normalerweise verborgen sind. Also hier steht auch dieser Cheat, also bb.showhiddenobjects, ist halt dadurch ersetzt. Also der ist dann auch immer aktiv. Das heißt, wenn ihr auf euren Baumodus geht, sind diese verborgenen Objekte einfach immer da und ihr müsst nicht mehr diesen Cheat ergeben. Und das, Leute, ich schwör's euch, es ist so eine Erleichterung. Mit diesem Cheat ist es genauso. Hier ist eben, wird nämlich eben dieser Cheat ersetzt. Hier kann man halt irgendwie Deko-Objekte aus der Spielwelt freischalten, die man aber halt nicht bearbeiten kann. Also ich weiß tatsächlich nicht genau, welche das jetzt sind. Aber ja, hier könnt ihr dann halt einfach gucken, ob ihr es aktiviert oder deaktiviert. Ich habe es jetzt hier tatsächlich noch auf deaktiviert, weil ich tatsächlich keine Ahnung hatte, was es für Objekte sind. Aber das sind halt irgendwie Objekte, Deko-Objekte aus der Spielwelt. Genau, dann können wir wieder zurückgehen und dann können wir auf Objekte bewegen aktivieren. Und dieser Cheat ist nämlich, oder diese Einstellung ist für den BB Move Objects Cheat. Und wenn ihr das aktiv habt, müsst ihr diesen Move Objects Cheat einfach nie wieder eingeben. Leute, wie geil ist es? Ich meine, wer kennt es nicht? Ihr baut und seid voll im Flow und wollt das da hin und her schieben. Ja, und dann funktioniert es aber nicht, weil ihr diesen blöden Cheat nicht eingegeben habt. Und dann müsst ihr erstmal wieder den Cheat eingeben. Und so müsst ihr einfach nur den Baumodus öffnen und der Cheat ist einfach direkt aktiv. Wie geil ist das bitte? Also ich feiere es mega. Es ist so eine Erleichterung, sage ich mal, auch wenn es jetzt nicht schwer ist, diesen Cheat da einzugeben. Aber trotzdem ist es einfach so, so cool. Wirklich. Dann kostenloser Bau aktivieren. Wenn diese Einstellung aktiv ist, kann man auf versteckten Grundstücken den Bau- oder Kaufmodus benutzen. Also dann sind das, glaube ich, so Grundstücke wie, also halt so öffentliche Grundstücke, wo man normalerweise nicht bauen könnte. Aber das habe ich deaktiviert, weil ich das tatsächlich nicht wollte. Aber das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Und dann gibt es noch die Einstellung Freischaltung ignorieren, aktivieren. Und dieser Cheat ist einfach da, oder diese Einstellung ist dafür da, dass diese, also dass die Karrierebelohnungen, die man bekommen kann, halt immer zur Verfügung stehen. Also dass du nicht erst Level 3 der Gesetzeshüterkarriere erreichen musst, um dieses Objekt zu platzieren oder zu haben, sondern das Objekt ist halt immer direkt in deinem Baumodus und du kannst es immer platzieren. Ich habe es jetzt auch erstmal ja, deaktiviert, weil ich das nicht unbedingt brauche für mein normales Spiel und deswegen habe ich es bei mir jetzt noch deaktiviert. Ja, und das waren auch schon die Cheats oder die Cheat-Einstellungen in eurem Spiel, die euer Leben einfach so viel einfacher machen. Also wie gesagt, ich finde diese Einstellung einfach nur grandios, weil sie, also mir machen sie das Spielen so viel einfacher. Und ich finde es wirklich richtig, richtig gut, dass ich jetzt nicht mehr diese Cheats eingeben muss. Und Leute, ich habe mich so, so sehr gefreut, als ich diese Einstellung entdeckt habe, dass ich einfach nie wieder diese Cheats eingeben muss. Es ist wirklich so eine Erleichterung für mich. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob es auch für euch nützlich ist und ob ihr das auch halt zukünftig nutzen werdet oder ob ihr lieber manuell dann den Cheat eingebt. Genau. Und dann hoffe ich jetzt sehr, dass euch das Video gefallen hat und dass es natürlich hilfreich für euch war. Wenn ihr noch weitere Video-Wünsche habt, also Wünsche zu dem MC Command Center, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich darauf eingehen und ein Video dazu machen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch dann jetzt noch einen wundervollen Tag. Und schaut auch gerne mal bei meinen anderen Videos vorbei. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao.